Nee, kein Bock. Ich hör auf. 138 Kilometer. Der Wind ballert. Ich nicht. So, Glückwunsch. Es fängt an zu hageln. Es ist der 2. April. Das Wetter ist wieder besonders frisch, kalt, eklig, windig, unangenehm. Der eigentliche Plan für heute war, rund um Berlin zu fahren. Allerdings schwimmt man Wahoo. Hurra! Ich kann die Strecke nicht laden, echt egal was ich probiere. Er sagt, Strecke nicht vorhanden, bla bla bla. Und deswegen fahre ich heute den Mauerradweg, 150 Kilometer. Und abfahren! Eigentlich dachte ich, ja, jetzt wächst es von Garmin zu Wahoo. Coole Sache, alles funktioniert. Tja, nicht ganz, aber ja, Probleme gibt es immer, Technik, bla bla bla. Und eigentlich sollte man einfach mal ohne diesen ganzen Mist fahren. Was mich übelst an Wahoo nervt, ist, wenn so Navigationsbremsen wie ich nicht klarkommen, dann ist der Originaltrack weg. Er berechnet eine Alternative und ja, die ist dann auch weg. Also Routing mit Wahoo könnte besser sein. Routing mit Just Road Bike, einfach geil. Auf jeden Fall habe ich heute volle Kante Gegenwind. Ich, Depp, habe gestern extra noch die glatten Reifen aufgezogen, weil ich dachte so, hey, Straße, geil, läuft. Hätte ich mir eigentlich klemmen können. So, Glückwunsch. Es fängt an zu hageln. Läuft bei mir. So, langsam wird es dunkel. Kälter, ein bisschen windig. Dieses Video wird euch übrigens präsentiert von Aftershocks. Nein, trotzdem kleines Feedback, Fazit, ja, nice to have. Man hört sie reden, aber ja, wenn du jetzt Lautmucke hörst, dann kriegst du deine Umgebung auch nicht so mit. Also wie gesagt, nice to have. Preis finde ich ziemlich teuer. Akkuleistung bei mir 8 Stunden, die neuen Dinger 10 Stunden. Kann man machen, muss man nicht. So viel dazu. Und dafür habe ich die Crossreifen runtergezogen. Motivation kommt ganz von allein, meistens spätestens während der Fahrt. So, Update aus dem Cockpit, wie Artyom sagen würde. Spandau, Hanneberg. Der Hanneberg wird übrigens auch im April zu Ostern bei Adelen Hell angesteuert. Genau hier wäre ich letztes Jahr beinahe sowas von abgeschmiert. Ist der bekloppt? Ja.
Und wer sich fragt, wie man sich bei nicht so tollem Wetter motivieren kann, lange Fahrrad zu fahren, naja, probier's doch mal mit schöner Musik. Zum Beispiel heute Deichkind höre ich ganz ehrlich nie so viel. Heute geht's einfach nur ab. Oder setzt euch Ziele, 100 Kilometer, 110, 150, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt. Und ja, vielleicht geile Pausen, eine Pizza, ein Steak oder was zum Naschen, ein schönes Eis bei Kilometer 50. Und das Einzige, was wirklich funktioniert, ist wirklich einfach machen. Ich glaube, heute habe ich auch wieder 22 Kilometer Kopfsteinpflaster. Und ich glaube, das ist fast jeder Kilometer von der Hände her. So, ich habe gerade ein Eis gegessen in Potsdam. Abgesehen davon ist es mir arschkalt. Und ja, das Wetter ist jetzt nicht so super warm. Aber naja, Hauptsache man ist draußen und gibt sich Mühe. Fun Fact, wenn euch mal kalt ist, einfach mal ein bisschen Kopfsteinpflaster fahren. Durch das Gerüttel werden Hände und Füße sofort wieder warm. Auf jeden Fall jetzt hier schön am Teltow-Kanal entlang. Und da das Wetter jetzt nicht so super geil ist, ist es auch nicht so voll. Und ja, es ist halt auch schon ein viel, viel besseres Gefühl, wenn man den Track zu Ende gefahren ist, als wenn ich sage, ach ja, ich kürze ab. So, ich habe jetzt 115 Kilometer. Meine Laune ist ganz gut. Hunger habe ich nicht. Mir ist warm. Und ja, jetzt wird es hoffentlich ein bisschen entspannter. Was soll ich sagen? Ich denke, jeder hat bei jeder Tour die unangenehmsten Momente, wo man sich sagt, nee, kein Bock, ich hör auf. Aber wenn dieser Punkt überschritten ist, dann ist man einfach so gehypt, dann ist alles schön. So, jetzt noch der Sonnenuntergang. Kilometer. Der Wind ballert, ich nicht. So, jetzt bin ich in der Köln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked, abonniert und bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fahrradfahren oder was immer euch antreibt.